Seit Wochen besetzen Studierende an über 60 Hochschulen im gesamten Bundesgebiet ihre Hörsäle. Und am 17. November gingen über 80.000 von ihnen auf die Straße. Sie protestieren gegen die unzumutbaren Studienbedingungen an den Universitäten. Sie wehren sich gegen Studiengebühren, gegen das verschulte Studiensystem, gegen die fehlende Mitbestimmung und gegen die jahrelange Unterfinanzierung des Bildungssystems. Und sie haben recht. Die schwarz-gelbe Regierung, insbesondere die Bildungsministerin Annette Schavan, sagt, sie machen Bildung zur Chefsache. Gleichzeitig bedeutet ihre Politik Elitenförderung, soziale Selektion, ein Weiter-so mit dem Bachelor-Master-System und Studiengebühren. Und das ist genau das Gegenteil von dem, was die Studierenden fordern. Die Linke unterstützt die Forderungen der Studierenden. Gegen Studiengebühren und für einen freien Bildungszugang. Für eine radikale Reform des Bachelor-Master-Systems. Für eine öffentliche Finanzierung des Bildungssystems ohne Einfluss der Wirtschaft und für die Demokratisierung der Hochschulen. Am 10. Dezember wird sich die Kultusministerkonferenz in Bonn treffen. Die Studierenden sagen, Kultusminister nachsitzen und rufen zu Demonstrationen und Blockaden auf. Als Linke können wir uns dem nur anschließen. Auf nach Bonn!